Moin zusammen und willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part waren wir in Graphitport City, wo Mark einfach mal so das geliebte U-Boot von... Okay, Schutz. Das U-Boot von Captain Brick geklaut hat. Einfach so, weil er es kann und damit abgehauen ist. Ja, und will es jetzt modifizieren. Ich hoffe zum Guten, weil anscheinend der Captain Brick... Brick heißt er, ne? Ja, ich komme auf den Namen nicht klar, weil wir noch einen haben, der heißt Brack und der eigentlich Captain Brick gar kein Captain ist, sondern einfach nur jemand ist, der eigentlich Boote baut und eigentlich gar keine Ahnung von hat. Jedenfalls, ja, da scheint eine Atombombe drin zu sein, weil der Brick will unbedingt sein U-Boot wieder haben. Was erzähle ich eigentlich für einen Scheiß? Keine Ahnung, die Fliesen hier sehen aus wie Wellen. Wunderschön. Jedenfalls wollen wir uns in diesem Bad um das Versteck von Team Magma kümmern und ich denke mal, wir gehen einfach mal flugs weiter, denn hier werden wir erstmal schön unterbrochen. Hey, Mitch! Bist du etwa auch zum Einkaufen hier? Sieh mal! Das Einkaufszentrum von Seegras Ulb City sieht Trainer magisch an. Da dachte ich, du seist auch zum Shoppen da. Zum Shoppen. Ich habe mir im Einkaufszentrum jede Menge Puppen und Poster gekauft. Aber, das heißt nicht, dass ich mein Training vernachlässige. Seit unserem letzten Treffen habe ich mir auch jede Menge neue Pokémon geschnappt. Dein Schweigen sagt alles. Du glaubst mir nicht. Ich mache mir ja eher Sorgen, ob du deine Pokémon auch nicht trainierst, Mitch. Lass uns durch einen Kampf herausfinden. Zeig mir und meinen Pokémon, wie eifrig du und dein Team bei der Sache seid. Na gut, bevor wir uns um Team Magma kümmern. Wir haben uns erstmal um Maike kümmern. Werden auch immer unterbrochen, ne? Egal wo wir sind. Wir können nicht mal in Ruhe Pokémon spielen. Naja, egal. Gut. Schauen wir doch mal, ob Maike ihre Pokémon auch ordentlich trainiert hat. Und ja, man sieht schon, sie hat schon ein paar mehr. Nicht so wie letztes Mal. Da hatte sie, glaube ich, nur zwei, ne? Da hatte sie auch schon Schwalbos dabei und ihr Jungblut, ne? Ich glaube schon. Ja, sie hat viele neue Pokémon gefangen. Zwei. Wow. Wailord. Ach, Weimar, genau. Weimar hatte sie auch noch. Und jetzt hat sie einen Wailord. Einen riesigen, fetten Wal. Habe ich im letzten Part nicht noch gesagt, ich will mich von einem Wal nicht zermatschen lassen? War es im letzten Part? Ich weiß, irgendwann habe ich das mal gesagt. Du erinnerst mich gerade an mein kleines Wiebel, das konnte auch nichts sehen. Aber wenigstens sieht man mal Wailord so ein ganz kleines, klitzekleines Auge ganz rechts am Bildschirm. Wiebel konnte gar nichts sehen. Wir kriegen ja gar keinen Kameraschwenk oder sowas. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen stutzig. Egal, wir machen jetzt einen Nahrungsstoß. Und erstmal eine Mega-Entwicklung natürlich bei unserem lieben Hübli. Der muss erstmal wieder seine Aggressionen auslassen. Berg. Texas. Wailord. Meinen ganzen Zorn. Und das Wailord denkt so. Bitte nicht. Nein, nein. Und das ist tot. Armes Wailord, tut mir schon ein bisschen leid, ne? Es kommt Logok, da möchte ich gerne wechseln. Und zwar wird es jetzt die geballte Kampfpower hier. Psychokampf gegen Feuerkampf. Wer wird diesen Kampf gewinnen? Ich weiß es nicht, lass uns jetzt erst hier herauskämpfen. Ah, ganz viele Wörter mit Kämpfen verbinden und das einen unsinnigen Satz miteinander verkoppeln. Das macht Sinn. Lapuri war schneller, haha. So, was haben wir denn jetzt noch? Ein Kapilz, das hat sie vorher auch schon gehabt, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist es Maike? Kapilz ist übrigens auch ein Kampf-Pokémon. Ja. Scheint wohl ein bisschen auf Kampf-Pokémon zu stehen. Weil es sind ja auch Pokémon, die kämpfen. Da muss man ja ein Kampf-Pokémon haben. Kuchen denke ich so, was? Verstehe ich nicht. Oh, den Pilz kenne ich. Den habe ich schon mal gesehen. War der Meinung, der mag meinen Flammenwurf ganz gerne. Ach, ich habe ja gar keinen Flammenwurf mehr. Ich habe Flammen. Ja, wie das Flammensturm, genau. Hab mich gerade so komisch angeguckt. Das fand ich nicht so lustig. Da mache ich sie mal weg. So. Oh, guck mal, ich leuchte. Da kommen so viele Sternchen bei raus. Und da habe ich auch noch ein Level erreicht, glaube ich. Jedenfalls hat sich das gerade ganz komisch angefühlt. Och, der Rübli kriegt auch noch was auf seine Rübe. Naja, da soll man einen kühlen Kopf bewahren. Sagt sie jetzt genau das, was wir vorhin auch gesagt haben?
Nämlich nichts. Ich kann mich noch gut an unseren Kampf auf Route 103 erinnern, Mitch. Wenn wir damals nicht gegeneinander gekämpft hätten, wärst du jetzt bestimmt nicht so stark. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich denke darüber nach, langsam nach Wurzelheim zurückzugehen. Ich habe inzwischen eine anständige Anzahl an Pokémon gefangen und mein Pokédex macht gute Fortschritte. Das will ich unbedingt meinem Papa zeigen. Nanu? Was hat denn da in deinem Beutel gerade so geleuchtet? Das erinnert mich an das Leuchten des Meteoriten neulich. Ach egal, vergiss es einfach, ist nicht so wichtig. Und was hast du vor, Mitch? Sammelst du alle Arena-Orden, damit du dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen kannst? Ja. Dachte ich mir doch. In Ordnung, du gehst weiter auf Ordenjagd und ich versuche, mein Pokédex zu vervollständigen. Naja, ich gehe da mal. Mach's gut. Tschüss, Maike. Tschüss. Danke, dass ich wegen dir wieder ins Pokémon-Center laufen darf. Oh. Jetzt müssen wir auch noch ins Einkaufszentrum, bevor wir uns um Team Magma kümmern können. Na, sowas aber auch. Verdammte Kacke nochmal. Pokémon-Team ist so schön bunt. Hier ist alles bunt. Das ganze Spiel ist bunt. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. So, dann gehen wir halt ins Einkaufszentrum. Ja, machen wir ein bisschen Chili-Willi noch, so wie im letzten Part. Obwohl, im letzten Part war ja auch nicht so viel Chili-Willi. Ich weiß, dass da das Einkaufszentrum ist, aber ich will auch gucken, was hier ist. Was ist denn das? Ich bin Kunsthändler. Ich kaufe und verkaufe Kunstgegenstände, bevorzugsweise Gemälde. Also so Bilder, ne? Falls du nicht verstehst, was ich meine. Ich habe gehört, dass das hiesige Museum ständig erstklassige Werke ausstellt. Ja, das Ding, was wahrscheinlich hier steht. Museum von Seegras. Das ist ein echt schwieriger Name, muss mich echt mal sagen. Seegras Ulb. Ich war immer Seegras Gulb sagen, obwohl so Seegras Ulb heißt. Oh, das ist oh, dieser Städtename. Flupp, Tür auf. Das ist eine Eisskulptur von einem Tauboka. Und das ist ein fettes Knilch. Euch ja putzig. Diese von einer vielversprechenden zeitgenössischen Kunst der angefertigte Skulptur stellt ein Knilz dar. Ja, man kann auch einfach sagen, hey, das ist ein Knilz, das hat irgendjemand gebastelt. Oh, guck mal, das ist ja Arkeus. Es ist der Fantasie des Künstlers entsprungen. Und da ist ein Bild einer Frau und einem Kilia. Ah. Da ist ein Rosalina. Rosalina, genau, da ist ein Rosalina drauf. Hier kann man sich hinsetzen. Der Stuhl sieht hier irgendwie ein bisschen fehl am Platz aus. Was haben wir denn da? Eine große Steintafel, in die Pokémon und kleine Schriftzeichen einer unbekannten Sprache eingraviert sind. Das ist bestimmt die Cognito-Schrift. Das sieht aus wie ein Rayquaza. Jubisch. Ötis, ich habe ein großer Pokéball. Kann ich damit das Weilaut fangen von Maike? Kann ich das klauen? Nein, ich will es nicht haben. Ein großer Pokémon aus schwarzem Stein gehauen. In früheren Zeiten wurde er vermutlich zur Festlichkeiten ausgestellt. Ja, viel Spaß beim Raustragen. Alles sehr, sehr interessant. Hier gibt es noch ein paar Broschüren. Hier ist wieder was zum Hinsetzen. Ich habe das Museum gebeten, meine Werke auszustellen. Aber der Direktor hat abgelehnt. Dem fehlt doch der Blick für wahre Kunst. Was meinst du, interessierst du dich für Kunst? Das ist ein bisschen, ne? Toll, es ist schön, endlich einen Trainer zu begegnen, der wahre Kunst zu schätzen weiß. Für dich mache ich einen Sonderpreis. Nur 100.000 Pokédollar pro Kunstwerk. Für wen interessierst du dich denn? Endlosschleife. Kopfkino. Kopfkino passt zu mir eigentlich ganz gut. Erlaube mir, dir ein paar Worte der Erklärung zu diesem Kunstwerk mit auf den Weg zu geben. Stell dir vor, dich befällt plötzlich eine diffuse Angst. Ist das, was deine Augen sehen, wirklich die Realität? Was, wenn alles nur ein Kunstdruck deiner Fantasie ist? Und da bemerkst du, wie langsam das Licht aus der Welt um dich herum entweicht, bis du dich irgendwann in völliger Dunkelheit wiederfindest in einem endlosen Nichts. Doch jetzt spürst du erst recht, was wirklich real ist. Stärker als je zuvor fühlst du, dass du am Leben bist. Das wollte ich dir mit diesem Berg ausdrücken. Wie wär's? Nein. Schon gut, ein Künstler führt nun mal eine einsame Existenz, ja. Wow, das war sehr tiefgründig. Oh, guck mal, da ist ein Altaria drauf mit einer Geisha. Ah, schön. Und ein Trassler. Ah, und Blumen. Das sind Bären, Entschuldigung. Giratina. Da
Darf ich das haben? Das hätte ich gern bei mir an der Wand. Doch ganz ehrlich, ich mag Giratina. Ich finde sie so toll. Ich bin der Direktor dieses Museums. Unsere geschichtsträchtigen Ausstellungsstücke sind sehr beeindruckend, nicht wahr? Wie das obere Stockwerk? Nun ja, dort planen wir etwas andere, lebendigere Kunstwerke als hier unten auszustellen. Ja, sehr, sehr tolle Kunst, die halt an die Vergangenheit erinnert. Ja, ja. Sie sehen hier ein Knilz. Wahrscheinlich aus Pappmaché. Bunt eingefärbt. Ja, das hat man früher auch so im Mittelalter so gemacht, ja. Ich gehe da mal. Besonders diese Eisskulptur aus, von diesem Taboga, ja. Das hat man damals so im Mittelalter gemacht. So, dann gehen wir mal von dem Alten ins Neue. Einkaufszentrum! Kriege ich hier Geschenke? Hallo? Ich kaufe was Schönes für meinen Merrill als Belohnung für seinen Wettbewerbssieg. Das mach mal. Heute wird mir meine Mama ein paar schöne Möbel kaufen. Ja, hier wird man sich wahrscheinlich ziemlich gut eindenken können für die Geheimbasen. Immer wenn ich ins Einkaufszentrum gehe, erinnert das damit, dass ich 1000 Dinge kaufe, weil es so viel Spaß macht. Das ist wie so ein Ikea-Syndrom. Könnt ihr das auch, wenn ihr nach Ikea fährt? Ihr wollt eigentlich gar nichts kaufen und geht dann mit 1000 Sachen wieder raus? Also ich nicht. Aber ich kenne jemanden, bei dem das so ist. Dann denke ich immer so, what the fuck? Was will er mit dem Scheiß? Ich mag die Marktmusik, die ist toll. Hallo. Ich werde bald auf eine lange Reise gehen. Dafür decke ich mich mit Items ein. Tu das. Apropos mit Items eindecken. Wir könnten ja eigentlich mal wieder gucken, aber eigentlich haben wir noch was dabei. Boah. Tränke. Wie sieht das mit Tränken jetzt aus? Über Tränke beziehen? Doch, das reicht noch alles. Das ist alles noch im grünen Bereich. So. War sehr schön gemacht. Muss man ganz ehrlich, hier sind so Bücher. Hier kann man sich Pokebälle angucken. Ganzen Items, die hier in den Regalen drin, nicht mehr so wie das früher war. Oh Gott, es ist ein Pokéballtisch. Ich will diesen Pokéballtisch. Den kann man übrigens auch für die Geheimbasen kaufen, das weiß ich. Das war damals auch so, das wird jetzt auch noch so sein. Jeder Trainer sollte die wichtigsten Items kennen und richtig einsetzen können. Das gehört zu den Grundlagen. Yep. Oh, hier die ganzen Supertränke und Übertränke. Hallo. Mein Mann wartet zu Hause auf mich. Was wäre wohl ein passendes Geschenk für ihn, dass du vielleicht nach Hause gehst? Geschenk genug. Meine Güte, da soll sich freuen, dass du wieder nach Hause kommst. Wer weiß, was bei denen zu Hause los ist. Bam, bam. Oh, hi. Als ich mein Pokémon Carbon gegeben habe, ist deine Initiative Basiswert angestiegen. Ja, das macht Carbon. Carbon. Oh, Carbon. Okay. Ich möchte, dass mein Pokémon widerstandsfähiger wird. Deshalb überlege ich gerade, ob ich lieber seinen Verteidigungsbasiswert mit Eisen oder seinen Spezialverteidigungsbasiswert mit Zink erhöhen soll. Dass ich das ordentlich aussprechen konnte. Grenze. Oh Gott! Oh wow. Bist du irgendwie so ein Power Ranger-Fan-Cosplayer-Typi? Dreh dich mal in diese Richtung, bitte. Oh Gott. Um Pokémon schneller stärker zu machen, eignen sich Items ganz hervorragend. Protein erhöht den Angriffsbasiswert und Kais den Spezialangriffswert. To the rescue! Okay. Nimm du mal bitte ein paar davon. Oh Gott. Kriegen wir den noch als Trainer? Bitte? Kann ich gegen so einen Typen kämpfen, der so aussieht? Ich will wissen, wie sein Skin aussieht. Oh boy, das wäre so heiß. Hi, hallo. Ich hätte gern all die unterschiedlichen TMs, aber ein Pokémon kann nur 4 Attacken beherrschen. Ja, das ist sehr gemein, aber da muss man sich das halt alles genau überlegen. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Arten von TMs. Die ersten 50 habe ich mir noch eingeprägt, aber die anderen 300.468, ich schaff's einfach nicht. Na, so viele TMs sind es immer oft nicht. Wenn man alle TMs, glaube ich, zusammenzählt, die jemals irgendwie mal gegeben hat, da kommt man vielleicht gerade mal auf 400, 500 so um den Dreh. Manche ändern sich ja immer je nach Edition, aber ich denke mal, die meisten bleiben halt, wie halt Donnerblitz, Flammenwurf und Eisstrahl und Psychokinese. Spukball ist seit der zweiten Generation, glaube ich, auch schon immer dabei. Solche Sachen halt, das sind so selten irgendwelche Sachen. Haus des Attacken verlieren. Okay. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt reinschneiden. Da ist schon wieder einer von Team Magma. Hey, du da! Halt dich bitte von der Höhle in der Bucht fern! Weshalb? Das brauchst du gar nicht wissen. Ich bin erwachsen und du ein Kind, also hast du mir zu gehorchen. Husch, husch, mit dir ins Feuer! Okay. Wieso sind eigentlich eure Häuser hier so kitschig eingerichtet? Pokémon sind die Partner der Menschen. Sie sind nicht unsere Werkzeuge.
Leider gibt es immer wieder Menschen, die das nicht begreifen. Das ist richtig. Gut. Noch irgendwas? Ah, jetzt hört dich auf. Hallo. Also im Grunde ist es so, mein Anzug passt zu mir wie die Briesen zum Meer. Perfekt. Und zu dir würde eine Beere passen. Warum ist das wohl so? Wildbierbeere, ja. Okay. Also im Grunde ist es so, weil du ein Trainer bist. Man wird hier echt auf manche Sachen echt differenziert. Nur weil ich ein Trainer bin. Ich spring jetzt hier runter, weil ich ein Trainer bin und weil ich das kann. Kennst du diese seltsame Höhle in der Bucht, Junge? Nein, noch nicht. Ich möchte da jetzt hin. Labert mich nicht voll mit dieser blöden Höhle. Ja, ich weiß, dass die Magma da ist. Die macht alles kaputt und so. Bäh. Aggressione. Wenn mich noch einer beleidigt hier, dann raste ich aus. Es soll ja auch Regionen geben, wo man zum Wecken von Pokémon sowas wie das hier benutzt. Oh, eine Pokeflöte. Das bedeutet wohl, dass diese Pokeflöte für Pokémon wie ein Wecker funktioniert. Kann ich die eigentlich auch so spielen? Das will ich jetzt wissen. Basis-Item wahrscheinlich. Das ist ein Basis-Item auch nicht. Was ist das hier? Wo ist die? Wo hat er die hingepackt? Kann ich die nur im Kampf einsetzen? Ich weiß es nicht. Bitte. Wo ist die Pokeflöte? Mit der Pokeflöte? Egal. Huch, was? Wie? Ich bin doch nicht ganz wach. Hier, das kannst du haben. Der eine gibt mir Erholung, der andere eine Pokeflügel. Könnte ein Zeichen sein. Ich weiß zwar nicht, wo er die hingepackt hat, aber ich hab sie irgendwo. Irgendwo hab ich sie. Ich weiß was nicht. Oh. Vielleicht kann ich sie auch wirklich nur im Kampf einsetzen. Das kann natürlich auch sein. Schade. Hier kann sie auch nicht sein. Da ist sie auch nicht. Und da ist sie sowieso nicht. Ich gehe jetzt. Ich will so die Magma, die sind wenigstens nicht so gemein zu mir. Die verstehen mich wenigstens ein bisschen. Ansatzweise. Hallo. Gehört die Welt erst einmal vollständig uns von Team Magma, werden alle Menschen glücklich. Ach ja, das war ja sie hier. Sie stand vorhin noch unten. Damit man ja nicht hier hochgeht und Maike verpasst. Hier könnten ein paar Items liegen. Ich hat geleuchtet. Oh, es leuchtet schon wieder. Oh. Oh, 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 oh. Herzschuppe. Oh mein Gott, das ist eine Herzschuppe. Wenn das so weitergeht, dann brauche ich irgendwann wirklich einen Herzinfarkt. Gegenmittel. Ich weiß schon, ne? Ja, okay. Ist okay. Ach, hier stand ja die andere Olle, die mich nicht vorbei... Oder war das ein Kerl? Ich weiß es nicht mehr. Ich laufe jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend. Schauen wir die Wasser an. Oder ein bisschen... Oben ist ein Item. Wie komme ich da denn hin? Mensch. Das will ich noch haben. Hier war ich auch noch nicht. Ich muss gleich mit älteren Herrschaften reden und gucken, was das hier ist. Das ist ein kleiner Leuchtturm. Und das ist noch ein Topschutz. Hackchen. So. Spiel, lass mich. Bank. Oh. Ich habe gerade noch so gedacht, wäre jetzt schön, wenn es so ist wie in Pokémon X und Y, wenn man sich irgendwo draufsetzt, dass man halt einen schönen Ausblick bekommt. Ja, und genau so ist es hier auch. ich würde mal sagen, wenn wir hier gerade so schön sitzen und die schöne, wundersame Höhle dort hinten sehen, wo wir uns dann im nächsten Part hinbegeben, dann endlich, wenn uns nicht wieder irgendwas unterbricht, sage ich euch danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und im nächsten Part sehen wir uns dann hier wieder. Und schauen uns weiter zu, wie diese schöne Wolke da hinten vor sich hin backt. Ist es nicht wunderschön, ja. Also tschüss und bis dann.